Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um eine E-Mail, die ich bekommen habe. Und zwar geht es da um den Optionsverkauf bei niedriger Volatilität und ob denn das überhaupt Sinn macht, ob wir da einen mathematischen Vorteil haben. Und wie ich auf diese E-Mail geantwortet habe, das zeige ich euch jetzt hier im Video. Die E-Mail habe ich vor etwa 14 Tagen bekommen und zwar an unsere Helpdesk-Adresse. Ihr wisst, für unseren Optionsbrief, die Optionsstrategien, der erscheint jeden Mittwoch und immer am Donnerstag gibt es ja ein Live-Webinar für alle Abonnenten und da bekommen wir immer ganz, ganz viele Fragen. Also da werden am Anfang immer die offenen Positionen erläutert und danach beantworten wir Fragen oder ich beantworte Fragen beziehungsweise manchmal macht das auch ein Kollege, der Joachim. Und das war eine Frage, die ganz interessant war und deswegen will ich sie heute hier auch nochmal im Video beantworten. Und zwar, ich lese sie euch erstmal kurz vor. Hallo Jens, in deinen Videos hast du schon oft die Bedeutung hoher IV für Optionsverkäufe erläutert. Gleichzeitig verkaufen wir im Optionsbrief auch Optionen in liquiden Märkten bei einer IVR von weniger als 20 und sind dennoch seit Jahren hoch profitabel. Könntest du bitte erklären, woraus sich bei niedriger Vola unser Vorteil ergibt? Ohne mathematischen Vorteil beim Handeln würde doch selbst eine noch so kleine Positionsgröße keinen Sinn ergeben. Vielen Dank, liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Also, das ist eine interessante Frage, weil ja doch der ein oder andere sich immer fragt, macht denn das überhaupt Sinn, bei niedriger Volatilität Optionen zu verkaufen und wo liegt denn da der Vorteil? Und jetzt muss man erstmal einsehen, dass eine Volatilität als solches ja erstmal überhaupt keinen Vorteil in sich birgt. Das heißt also, eine hohe Volatilität hat genauso wenig einen Vorteil wie eine niedrige Volatilität, wenn wir nicht darüber sprechen, was mit der Volatilität passiert. Ihr wisst, wenn wir Optionen verkaufen, dann verkaufen wir auch Volatilität, das heißt, wir sind Short Vega. So. Wann ergibt sich jetzt für uns als Optionsverkäufer ein Vorteil? Naja, der ergibt sich natürlich immer dann, wenn die Volatilität fällt. Das heißt, du verkaufst eine hohe Volatilität und dann fällt diese Volatilität optimalerweise noch, indem sich auch der Preis des Underlyings von unserem Strike wegbewegt. Und dann haben wir eigentlich das optimale Szenario, weil dann arbeiten drei Sachen für uns. Zum einen, das kommt immer, der Zeitwertverfall. Zum anderen, das Delta arbeitet für uns, weil wenn sich der Preis von unserem Underlying entfernt, also beziehungsweise Preis des Underlyings von unserem Strike entfernt, dann arbeitet das Delta für uns, das wird nämlich kleiner. Und zum dritten ist es eben die Volatilität, dass wenn die Volatilität fällt, naja, dann ist ganz klar, wenn du sie verkauft hast, du hast Vola verkauft, jetzt fällt sie und dann profitiert deine Option, weil sie billiger wird, das heißt, du als Verkäufer hast den Vorteil. Wie ist es jetzt bei niedriger Volatilität? Ne? Niedrige Volatilität ist erstmal grundsätzlich kein Nachteil, weil erstens, niedrige Volatilität könnte ja immer noch weiterfallen. Okay, jetzt kann man sagen, die Wahrscheinlichkeiten sind nicht so groß, dass niedrige Volatilität weiterfällt und das stimmt natürlich. Niedrige Volatilität neigt ja auch dazu, über kurz oder lang zu ihrem Mittelwert zurückzukommen. Das heißt, Optionen, die zu lange zu billig sind, signalisieren ja auch, dass zu wenig Absicherungsnachfrage im Markt ist und irgendwann kommt diese Absicherungsnachfrage wieder, das heißt, die Vola wird ansteigen. Aber das heißt ja nicht bloß, weil die Vola jetzt niedrig ist, dass sie zwingend jetzt gleich im nächsten Moment wieder ansteigen muss. Gerade wer sich mal die Aktienmärkte anschaut, der wird erkennen, dass es oftmals Phasen gibt, die gehen nicht nur Tage, sondern eher Monate, teilweise Jahre, wo wir sehr, sehr niedrige Volatilitäten haben. Und dann ist es natürlich so, dass man in der Zeit durchaus Optionen verkaufen kann. Und ja, man hat dann in dieser Zeit nicht den Vorteil der zurückgehenden Volatilität, weil die ist niedrig und bleibt niedrig. Aber die beiden anderen Dinge hast du ja immer noch. Nämlich, wenn du zum Beispiel im Aktienmarkt oder auf einen Future, also zum Beispiel den S&P Future, Put-Optionen verkaufst, du hast eine niedrige Volatilität und diese Vola bleibt niedrig, naja, dann fällt der Vorteil der fallenden Volatilität weg, aber du hast immer noch den Vorteil des Zeitwertverlustes, weil den gibt es ja dennoch. Und du hast natürlich auch noch den Vorteil des Deltas, weil wenn du einen Put verkaufst, die Vola ist niedrig, was passiert dann in der Regel mit dem Preis? Der geht entweder seitwärts oder aber er steigt. Das heißt, auch hier hast du einen Vorteil, weil sich eben der Preis von deinem Strike wegbewegt. So, und deswegen ist es an sich
überhaupt kein Problem, auch bei niedriger Volatilität Optionen zu verkaufen, weil du eben nur auf einen Vorteil verzichtest, aber dir damit keinen Nachteil einkaufst. Das Einzige, und das ist das Entscheidende, und das ist auch das, was viele, viele falsch machen, ist eben, du musst dir bewusst sein, dass du in einem Umfeld niedriger Volatilität verkaufst und somit der Vorteil fallender Vola nicht vorhanden ist, du aber gleichzeitig das Risiko steigender Volatilität hast. Das kann steigen, das weißt du nicht. Niemand von uns weiß, wann die Volatilität steigt. Und deswegen musst du das einfach in deine Risikoüberlegung einkalkulieren. Du musst also sagen, okay, Vola ist niedrig, könnte aber über den sogenannten Mean Reversion Effekt wieder ansteigen. Das heißt, du musst dich darauf einstellen. Und einstellen kannst du dich im Grunde genommen nur über zwei Möglichkeiten. Entweder du antizipierst und kannst herausfinden, wann die Vola steigt. Das halte ich ehrlich gesagt für schwierig, weil wer will schon wissen, wann die Vola steigt. Ne? Also wie will man das wissen? Und die andere Variante, und das ist eigentlich die entscheidende, ist, was wäre denn, wenn die Vola jetzt steigen würde? Wie würde das sich in meinem Portfolio auswirken? Und dem kannst du eigentlich nur begegnen, indem du deine Positionsgrößen managst. Das heißt also, wenn du den Vorteil hoher Volatilität hast und die eine große Wahrscheinlichkeit hat zu fallen, dann darfst du mit größeren Positionsgrößen handeln. Und wenn du kleine Volatilitäten hast, dann musst du eben mit kleinen Positionsgrößen handeln. Viele machen das genau umgekehrt. Die sagen nämlich, niedrige Volatilität, wenig Schwankung, da kann ich doch große Positionen nehmen. Und was passiert dann? Vola springt an und sie rennen mit einer riesigen Position in den Drawdown. Und die andere Variante, du hast eben eine hohe Volatilität und sagen, oh, das ist ja jetzt so riskant, machen sie eine kleine nur und schaffen es damit niemals, ihre Verluste wieder aufzuholen. So, und deswegen muss man eben bei hoher Volatilität groß reingehen oder größer reingehen und bei niedriger Volatilität kleiner reingehen. Ne? Also anders denken als die Masse. Die Masse, niedrige Vola, hurra, hohe Vola, ui, umgekehrt muss man es machen. Ne? Und dann hat man eben auch wieder diesen mathematischen Vorteil, den man hat. Aber um die Frage zu beantworten, grundsätzlich, niedrige Vola bietet uns keinen mathematischen Vorteil, aber es ist auch kein Nachteil per se. Der Nachteil, der entstehen könnte, wäre nur die steigende Vola und dem begegnen wir mit Money Management. So, wenn euch das gefallen hat, dann sagt mir das mal in den Kommentaren, weil dann können wir irgendwann solche Fragen machen, die bei uns im Coaching kommen, die bei uns im Helpdesk kommen. Ihr könnt mir natürlich auch weiterhin, so wie ihr das schon fleißig macht, immer wieder hier Kommentare unten reinschreiben und dann nehme ich die gerne auf und beantworte die euch hier, damit wir alle weiter im Optionshandel vorankommen. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Erfolg an den Märkten. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.